Yo Leute, herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy 15 Comrades. Ich habe wieder ein kleines bisschen gefarmt, Leute, auf Level 13 dieses Mal. Und habe dabei hauptsächlich die Midgard-Zormr-Jagd benutzt. Natürlich leicht abgewandelt. I wird nur durch eine warme Mahlzeit wie diese gestärkt. Ja, ziemlich aufgekocht. Aber die Seele, natürlich leicht abgewandelt. Und dabei sind ein paar interessante Sachen passiert. Dieser Zaubertopf hat einem ordentlich Kilowatt gegeben. Also Meteorsplitter, 99 Stück a 100 Kilowatt, macht ja insgesamt knappe 10.000. Knapp. Hui, nicht übel. Nicht übel. Okay, das hat mich auf jeden Fall wieder ein kleines bisschen hochgebracht, da das Ganze zweimal passiert ist. Kann ich jetzt auf jeden Fall wieder einiges an Kilowatt investieren. Ich bin auf jeden Fall gewillt, das an Stellen zu investieren, wo es sich auch lohnt. Zum Beispiel hier, da könnte ich nochmal ein bisschen Bonus-Skill kriegen. Und einen weiteren Königssegen bei dem Grab des Wandernden. Keine Ahnung, ob der Anfeuern-Skill einigermaßen was bringt, bin ich mir nicht sicher. Ah, dringend Morbol-Jagd. Ah, die wird hier freigeschaltet, okay. Also diese dringenden Jagdaufträge, das sind auf jeden Fall die, wo ich bislang am besten leveln konnte. Alle anderen Aufträge, die, ja okay, es gibt auch blaue Aufträge, die was mit Jagd zu tun haben, aber es gibt auch sehr viele Schutz- und Escort-Missionen und da ist der Raum für Fehler so groß, wenn die Gegner plötzlich von der Position her falsch sind. Da kann es auch sein, man hat ein kleines bisschen Pech im Laufe der Mission und schon muss man alles wieder von vorne machen. Und das muss echt nicht sein. Das ist immer so am ärgerlichsten. Ah ja, stimmt. Hier Nagas. Was haben wir hier? Dringend Greifenjagd. Genau, da war ja auch noch was. Das könnte ich zum Beispiel einmal freischalten. Mache ich jetzt auch. Drehen wir die Lichter auf. Keine Ahnung, wie für welches Level das sein wird, aber ich werde es dann ja demnächst eh herausfinden. Hier Schutz gesucht, das alte Hexenhaus und hier bekämen wir 16.000 Gil, okay. Das ist jetzt also nicht so wichtig, dieser Pfad. Was könnte ich stattdessen nehmen? Ich würde Jagdauftrag Nagas im Laderaum gerne freigeschaltet haben. So. Eieiei, guckt euch mal diese kleine diese kleine Leitung an. Krass. Was kriegen wir da? Marsha Lyth. Wen kriegen wir hier? Finnegan Parton. Das Problem ist, ich sehe da zwar Russell Springs, ich sehe die ganzen Namen, aber ich weiß dann eben leider nicht, was genau sie dann nach Lestalum mitbringen. Wenn ich genau wüsste, wer was dann als nächstes
eventuell bringen könnte, dann könnte ich gezielter diese Leute freischalten. Dann würde ich mich auf jeden Fall für einen davon entscheiden, ganz gezielt. Oh, Jagdauftrag, das Experimentschutzgesuch Exineris-Turm. Eieiei. Klingt auch schon sehr wichtig. Dringend Bandersnatch-Jagd. Ach du Schande. Okay. Wen haben wir hier? Camilla Mescal. Okay. Okay, ich nehme mal das, weil es für sehr wenig Strom gleich zwei Aufträge freischaltet. Hier Eskorte Getreide für Altlestallum. Okay. Wäre eine weitere Möglichkeit, aber ich würde viel eher hier reingehen. Für den Bandersnatch. Könnte auch nochmal ordentlich was bringen. Hier Matteo Marchesi. Hier bekäme ich Meteorsplitter zurück. 2800. Aber habe ich ja noch nicht freigeschaltet. Erstmal muss ich die Bandersnatch-Jagd abschließen. Hier bekäme ich knappe 2000 Kilowatt wieder zurück. Oder soll ich lieber woanders investieren? Gucke ich mal ein bisschen. Hier oben wäre eine dringende Morboljagd fällig. Wie viel kriege ich hier wieder? 3000? Oh, ich kriege fast alles hier wieder. Bäms. Das lohnt sich natürlich. So, und dann kann ich das hier auch direkt mit freischalten. Schaden kann es nicht. Dringend Morboljagd und Eskorte klingen für die Meldatio-Jäger. Oh, dringend Baumschratjagd. Und was haben wir hier? Bix Callus und Wedge Kincaid. Boah. Da schalten wir nochmal ordentliche Leute frei. Okay, ich würde sagen, schwierig, doch schwierig. Moment. Ich werde auf jeden Fall hier rein investieren. Den nächsten Königssegen freischalten. Grab des Wandernden. Kriege ich nochmal Bonus-Gil. Den nächsten Segen anfeuern. So. Und dann investiere ich noch in beide Routen hier oben. Drehen wir die Lichter auf. Zack. Bix und Wedge sind freigeschaltet. Siedler unterwegs nach Meldatio-Jägerzentrale. Ach so, also muss ich erst die Meldatio-Jägerzentrale freischalten und dort sind sie erst verfügbar, oder wie? Okay. Was haben wir hier? Jagdauftrag Göttliches aus der Ruine. Oh, klingt auch sehr anspruchsvoll. Okay. Wir hauen alles raus. Bams. Oh. Okay, aber ich muss die Baumschratjagd zuerst abschließen. Neue Siedlungsgemeinschaft Meldatio Jägerzentrale. Oh, wähle ein Gemeinschaftsoberhaupt. Fernab der Heimat und getrennt von ihren Familien sind viele Flüchtlinge verunsichert. Damit sie sich schneller einleben, brauchen sie einen starken Anführer, der sich um sie kümmert. Je nachdem, wen du zum Oberhaupt wählst, erhältst du Unterstützung in unterschiedlicher Form von der Gemeinschaft. Beispielsweise in Form von Lieferungen, denn ein jeder verfügt über unterschiedliche Talente. Schön Splitter sammeln. Okay, und wie wähle ich jetzt ein Oberhaupt? Wie mache ich das? Den Rest überlass mir. Ich meine, es wirkt jetzt so, als ob ich die Meldatio Jägerzentrale mit einem Anführer versorgen soll, aber ich habe die ja noch nicht mal freigeschaltet. Schwierig. Was haben wir hier? Waffenschemata. Das ist wichtig. Drehen wir die Lichter auf. Her damit. Waffenschemata. Sehr, sehr gerne. Neue Waffen kann ich sehr gut gebrauchen. Was haben wir hier? Eskorte, Schilde für die Meldatio-Jäger, Norris Dweller. Könnten wir hier freischalten. Komm, den Jagdauftrag nehmen wir auch noch mit. Vertreiben wir die Dunkelheit. Schabams. Okay. Und ich könnte nochmal Todd Portabello freischalten. Ja, komm. Strom läuft wieder. Nehmen wir. Nehmen wir noch mit. Ist noch genug übrig. Siedler unterwegs nach Meldatio-Jägerzentrale. Okay. So, jetzt haben wir wieder ordentlich was freigeschaltet. Und ich hoffe, dass diese Aufträge auch vom Level her einigermaßen machbar sein werden. Unheimlich gut an, glaub mir. Wobei, erstmal Waffenschemata. Das ist wichtiger. Wenn du Waffen brauchst, bist du hier genau richtig. Wir haben jetzt neue Waffen freigeschaltet. Und die,
Muss ich auf jeden Fall... Oh, Bremsarmbrust. Okay. Hat einen Blockadenskill. Angriffe versetzen den Gegner gelegentlich für eine Sekunde in den Zustand Stopp. Gelegentlich für eine Sekunde? Ja, okay, zugegeben. Bei einer Armbrust, die mehrmals schießt hintereinander, kann das durchaus nützlich sein. Das wäre zum Beispiel bei Aufträgen ganz gut, wo ich einen bestimmten Ort verteidigen muss gegen sich ständig bewegende Gegner. Mobilitätsschild, Stopp-Negation. Schützt vor Stopp. Je nachdem, was demnächst für Gegner kommen, wäre das auf jeden Fall nützlich. Also ich habe ein Schild und eine Armbrust freigeschaltet. Sehe ich das richtig? Okay. Ja. Nehme ich erstmal mit. Wir sind im Geschäft. Aber aufleveln werde ich sie erst, wenn es tatsächlich notwendig ist. Bei einem der nächsten Aufträge. Werde ich dann ja merken, wenn es soweit ist. So. Server, ja. Ich bin momentan eh im Offline-Modus. Aus irgendeinem Grund hat sich das Spiel nicht verbunden. Ist ja auch egal. Nagas im Laderaum, Stufe 7, ist easy. Das machen wir dann direkt. Am Wrack eines imperialen Luftschiffes in einem nahegelegenen Krater wurden hochwertige Meteorsplitter gefunden. Doch bei der Bergung haben sich Sicher darüber hergemacht und sie verschlungen. Um die Splitter zu sichern, müssen die Übeltäter erlegt werden. Alles klar. Vielen Dank. Also, viel Glück. Momentan scheinen eh auch keine Spieler unterwegs zu sein, leider. Auch wenn ich vor ein paar Stunden noch einen hatte, also, ja, die Aufnahme, was heißt die Aufnahme? Die Trainingssession, die hat auch wieder ein, zwei Stündchen gedauert. Und deswegen, der Spieler, den ich zuvor hatte, auf Level 99, scheint nicht mehr online zu sein. Oder zumindest sucht er nicht bei den Missionen, die ich gerade mache, nach Mitspielern. Ich muss einfach nur in die höherstufigen Quests gelangen. Und dann sollte ich auch leichter Hilfe finden. Theoretisch. So. Ich habe jetzt im Übrigen auch den Anti-Dodge-Schild und den Obelisken aufgewertet. Obelisk, der Blitzspeer und der Anti-Dodge-Schild, der mich komplett vor Gift schützt. Das ist auf jeden Fall ein Bonus, der sich in der Midgard-Zormr-Jagdmission sehr bezahlt gemacht hat. Was haben wir hier? Ah, Stufe 1. So. Okay. So, sehr gut bis jetzt. Uiuiuiui, Effektfeuerwerk. So. Aber die Goblins sind ja eindeutig noch nicht das Problem. Die Nagas sind ja noch gar nicht aufgetaucht. Okay. Noch einmal zum Kasaguruma. Ah, macht normalen Damage. Da ist der Speer besser. Viel besser. Nice. Oh je, was kommt jetzt? Okay. Geht noch? Miasma Cluster. Okay. Nice Goblin Hut. Bis jetzt schlagen wir uns sehr gut. Okay, jawohl. Jetzt sind sie da. Endgegner erschienen. Zwei Nagas. Habe ich zumindest gerade gezählt. Zwei Stück. Auf dem gleichen Level wie wir. Sollte also möglich sein. Jawohl, Coop Warp Chance. Hat funktioniert.
Okay, noch einmal Punkt Warp. MP zurückkriegen. Let's go. Weitermachen. Ist der Schild besser? Ja, er macht leider keinen kritischen Schaden. Jawohl, okay. Der Fubuki, der Eiswurfstern, der macht's. Jawohl. Nice. Sehr schön. Okay, einmal kurz gucken, ob sich hier bessere Zutaten finden lassen, aber ich sehe hier nur Konserven. Da hinten liegt etwas, aber ob ich das noch erreichen werde? Ja, ist eh Level 2. Hätte nicht viel gebracht. Schade. Hätte ja sein können, dass es eine Stufe 3 oder 4 Zutat gewesen ist. War es leider nicht. Okay, mein Schaden war gut, meine Warp-Kombos waren gut. Der Rest ging einigermaßen. Hallöchen. Na, was kannst du daraus zaubern, mein Freund? Huch, das habe ich jetzt nicht geskippt, den Satz. Was haben wir denn? Angriffskraft, Verteidigung, Meeresfrüchte à la Leonie. Nice. Oder à la Leonis. Wie auch immer. Du hast heute ganze Arbeit geleistet. Immer weiter so. Einmal Foto machen. Jetzt weiß ich überhaupt, dass man an dieser Stelle auch Fotos machen kann. Vorher hatte ich gar keine Ahnung. So, wunderbar. Die Mission war kein Problem. Ging schnell vorbei. Aber zum Leveln würde ich sie nicht unbedingt nutzen, da, ja, die Erfahrungspunkte nicht allzu viele sind. Da lohnt es sich ehrlich gesagt nicht. Sag mal, hast du jemals Prinz Noctis getroffen? Weißt schon, der rechtmäßige Thronfolger des Hauses Lucis. Momentan weiß leider niemand, wo der Bursche überhaupt steckt. Früher habe ich ihm auch Waffen modifiziert. Aber er hat das immer für selbstverständlich gehalten und sich nie bedankt. Regis hat ihn einfach zu sehr verhätschelt. Hast du dich eingewöhnt? Warst du denn schon mal in Lied? Ein Bekannter von mir ist zum Meer dort rausgefahren, um ein paar Fische an Land zu ziehen. Er meint andauernd, dass ich mich nicht anständig ernähre. Er ist im Kampf erblendet, nennt sich Ignis. Grüß ihn von mir, falls du ihn siehst, okay? Okay. Warum ist Sid jetzt beim zweiten Gespräch verschwunden? Er ist fucking weg. Dafür hat sich jetzt hier in Lestalum ein neuer Nebenauftrag gezeigt. Oder einfach nur eine Interaktionsmöglichkeit. Sid, was geht? Hast du dich eingewöhnt? War ein bekannter Fall. Er ist im... Sag mal... Momentan... Okay. Er wiederholt sich leider. Aber was ist da los? Servus? Hey du da, hättest du gerade Zeit? Direkt vorm Stadttor ist eine Tankstelle. Kannst du da für mich nach dem Rechten sehen? Ein paar Jäger wollen nämlich gesehen haben, wie sich Siecher über meinen Laden hergemacht haben. Das lässt mir keine Ruhe. Zu Potte kommen, okay. Machen wir gerne. Sind wir hoffentlich auch vom Level her bereit für? Sollte aber eigentlich so sein. Kann sehr gut sein, dass diese Einzel-Solo-Aufträge immer durch das Level freigeschaltet werden. Bin ich mir nicht ganz sicher. Oh, den Zauberpott vertreiben. Da brauchen wir dafür nicht eine Zutat. Bonus XP verdienen schadet ja nicht. Oder Gegenstände. So. Ich sehe hier nur leider keine Zutaten, die ich nutzen könnte. Ein Zauberpott erscheint, da ist er.
Wahrscheinlich kriege ich die Zutaten hier von den Wildtieren. Könnte ich mir sehr gut vorstellen. Nice. Der AOE-Schaden mit dem Blitzspeer ist mega. Ich weiß schon, warum in den Souls-Spielen Blitzspeere meine Lieblingswaffen sind. Oh, da ist eine Zutat. Okay. Ich drück doch Kreis. Yes. Nice. Sehr schön. Haben wir nochmal einen 10.000er Packen an Kilowatt gekriegt. Sehr gut. Du kehrst zurück nach Lestalum. Kriege ich auch Erfahrungspunkte? Werden die mir automatisch angerechnet oder gibt es da noch ein extra Bildschirm für? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich hoffe, dass die mir wenigstens... Vielen Dank für deine Hilfe. Diese Siecher werden immer gefährlicher und dreister. Dank dir bin ich wieder beruhigt. Vielen Dank. Kein Problem. Ich habe jetzt leider nicht darauf geachtet, wie viele Erfahrungspunkte ich überhaupt noch bis zum nächsten Level-Up gebraucht hätte. Deswegen habe ich jetzt keine Ahnung, ob ich welche dazu bekommen habe oder nicht. Fotos von dir kommen unheimlich gut an, glaub mir. Wir verlassen uns auch weiterhin auf deine Hilfe. So, soll ich mich schon an den hier wagen, Stufe 24? Viv, dem Direktor von Meteor Media, wurde ein brisantes Foto gestohlen. Angeblich handelt es sich um das Bild eines verfluchten Gemäldes und Viv behauptet steif und fest, dass ein Monster darin schlummert. Nun wurde eine menschenähnliche Gestalt gesichtet, die der Person auf dem Gemälde verdächtig ähnlich sieht. Jemand muss sich der Sache annehmen. Was haben wir hier? Bandersnatch-Jagd, Stufe 28, Alter. Schutzgesuch Exineris-Turm, Stufe 8, Stufe 12, Stufe 23, Stufe 16, 20, 15. Das sind alles schon eher Aufträge, die ich machen soll. Alter, Göttliches aus der Ruine, Stufe 37. Puh. Greifenjagd, Stufe 30. Wir haben jetzt mittlerweile einiges freigeschaltet. Den Gefolgschaftsauftrag, den hebe ich mir erst einmal noch auf, würde ich sagen. Auch wenn der auch ein bisschen was bringt. Naga, Stufe 13, Stufe 8. Boah. Aber da wir ja nicht unseren Charakter darin steuern, ist es ja egal. Ne? Na komm. Versuchen wir uns mal an dem Stufe 24 Auftrag. Pass gut auf dich auf. Ne? Gönnen wir uns nochmal eine Herausforderung. Kann gut sein, dass ich den Part dann jetzt gleich danach, nach dieser Mission beenden muss. Hoffentlich kriege ich die Mission dann wenigstens erfolgreich hin. Will ich sehr hoffen. So, Zutat an sich ist ja erstmal egal. Stufe 13, 11, 11 ist okay, schätze ich. Ah, jetzt habe ich total vergessen, mir den neuen Segen anzugucken, ich Idiot. Ach, kann ich das jetzt noch im Auftrag machen? Werde ich gleich herausfinden. Ja, ist ärgerlich, wenn ich es nicht kann. Aber dann muss ich mit leben. Generell, das Sylllicht ist an sich eigentlich eine sehr gute Allround-Fähigkeit. Also ein sehr guter Allround-Segen. Damit kommt man ziemlich gut mit allem zurecht, was das Spiel einem entgegenschmeißt. Okay, ich kann es nicht umändern. Egal. Oh je. Geht direkt los. Alter, direkt der Endgegner. Oh, shit. Stufe 36. Oh je. Oh je. Habe ich irgendeine Waffe? Oh. Alles ineffektiv, was ich habe hier. Alles ineffektiv. Scheiße. Nicht gut. Alter. Das bringt nichts. Das bringt nichts. Oh, ich habe komplett das falsche Equipment. Oh je, weg, 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 weg. Oh, scheiße. So ein Dreck. Hilfe, Leute.
Ah, okay, sie ist nur gegen Magie empfindlich. Alles klar. Au, Schande. Hilfe, Leute. Oh je, das sieht gar nicht gut aus. Eieiei, alle kritisch. Schlecht. Sehr schlecht. Das wird jetzt sehr kritisch. Okay, Yula hat sich gerade noch befreien können aus dem Zustand. Autsch. Also, ich befürchte sehr, dass das in die Hose geht. Eieieiei. So. Ah, blocken! Ah, Mist! Das hätte eine Warp-Angriff-Möglichkeit werden können. Schande. Ah, wenigstens habe ich Tobul noch retten können. Autsch. So, mit Blitz mache ich am meisten Schaden. Okay. Autsch. Okay, nicht zu nah dran stehen. Das Problem ist, wenn ich zu weit wegstehe, kriege ich sie nicht gegrillt. Oh nein, als ob sie mich jetzt am Ende auch noch erwischt hat. Oh, ich dachte, der Angriff wäre schon vorbei, aber nein, sie konnte mich noch locker damit erwischen. Scheiße. Das ist nicht gut. Oh je. Ich kann den nicht zufällig so... Nein, geht gar nicht. Scheiße. Okay. Aus irgendeinem Grund läuft sie jetzt nur noch rum und greift gar nicht mehr an. Okay. Habe ich hier in der Nähe irgendwo einen Warp-Punkt? Leider nicht. Ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe den Kampfbereich verlassen und jetzt hat sie sich wieder geheilt. Aber aus irgendeinem Grund, guckt sie euch an. Sie wandert nur noch durch die Gegend, greift gar nicht mehr an. Ist das ein Bug? Falls ja, dann bin ich auf jeden Fall gewillt, den auszunutzen.
Mist. Jetzt ist sie wieder auf die Plattform zurück und da kann sie natürlich wieder ihre Fähigkeiten aktivieren. Scheiße. Okay. Leute, es ist gekommen, wie ich es geahnt habe. Ich habe einen einigermaßen guten Kampf liefern können, aber vom Schaden her passt es nicht. Ich glaube, selbst mit der Strategie, die ich jetzt hatte, die ganze Zeit zu den Warp-Punkten zurückkehren, sie mit Magie vorballern und dann wieder zurückkehren, klappt scheinbar leider nicht auf Dauer. Dafür müsste mein Schaden erst einmal steigen. Ordentlich steigen. Also das ist auf jeden Fall eine Mission, für die man Magie braucht. Dringend. Ich schau mal jetzt. Sillicht. Der Krieger, der Wanderer. Wendet anstelle von Offensivzaubern Anfeuern auf alle Gefährten im Umkreis von 10 Metern an. Je öfter Anfeuern zum Einsatz kommt, desto mehr positive Zustandsveränderungen werden verliehen. Maximal 5. Okay, LP 40%, MP 20%. Uiuiui. Also tatsächlich mehr MP, mehr Stärke, mehr Verteidigung, mehr Vitalität. Okay. Wird alles ordentlich verbessert. Nur die Magie wird leider verringert. Und das ist etwas, was ich mir momentan nicht wirklich leisten kann. Ich möchte mir die Möglichkeit auf jeden Fall offen halten, Magie einzusetzen. Ne, dafür habe ich ja mein ganzes Waffenarsenal mit den ganzen Offensivzaubern. Wenn es auch jetzt gerade nur aus Eis und Blitz besteht, kein Feuer vorhanden. Naja. Die Fotos von dir kommen unheimlich gut an, glaub mir. Aber sei es drum. Es hat leider nicht sollen sein. Ich werde auf jeden Fall noch ein bisschen im Level aufsteigen müssen, wenn ich diesen Auftrag schaffen möchte. So viel steht fest. Wie kann ich helfen? Aber wir haben auf jeden Fall noch einiges an Aufträgen zu erledigen. Und zur Auswahl, die wir eventuell zum Level nutzen können demnächst. Sei es wie es sei, an dieser Stelle muss ich dann leider für heute Schluss machen. Und dann schauen wir, was uns die Missionen, die wir noch machen können, im nächsten Part bieten. Also dann, an der Stelle, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da, falls es euch gefallen haben sollte. Habt ihr das schon bei einigen meiner Videos getan, ist es euch ja vielleicht schon ein Abo wert. Nichtsdestotrotz, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!